Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Auxiliums Tech Talk. Heute zur Feier des Tages des tausenden Abonnenten und natürlich mit einiger Vorbereitung meinerseits will ich euch die aktuell einfachste Möglichkeit zeigen, wie ihr Xpenology bzw. den DSM 7.1.1 bei euch installieren könnt, egal ob jetzt Bare Metal mit einem USB-Stick oder ob ihr das in einer virtuellen Maschine laufen lasst. Dazu braucht ihr dieses Mal echt nicht viel und ihr habt kaum was zu tun. Fangen wir mal an. Also erstmal im GitHub bei mir die 0.1.3 Alpha. Da habt ihr hier die IMG und die VMDK-Dateien liegen. Diese braucht ihr. Also je nachdem, die IMG für einen USB-Stick oder halt für Proxmox. Und die VMDK sind für ESXi. Ich zeige es euch jetzt anhand von ESXi mal schnell. Ich habe jetzt keine Möglichkeit, hier ein Bare Metal mal zu filmen. Dazu habe ich mir eine Test-VM angelegt. Ja, wundert euch nicht, das ist schon ist ESXi 8. Zeige euch bloß ganz kurz die Einstellungen. Also 6 CPU-Kerne habe ich, 8 GB Arbeitsspeicher, dann die AAPL VMDK, natürlich auf den SADA-Controller 0 mit der Adresse 0.0.0. Und ich habe noch eine SADA-Festplatte drin, zusätzlich auf dem SADA-Controller 0, SADA 01. Es ist egal, was ihr hier einstellt, ob ihr die auf SADA gebt oder ob ihr die auf SCSI gebt, ob ihr das mit dem SCSI-Controller macht hier. SCSI-Controller hinzufügen. Bei einem Verpara Virtual geht zum Beispiel auch. Ich könnte jetzt auch sagen, ich gebe das Ding auf den SCSI-Controller. Muss ich jetzt nur in der Installation halt beachten. Netzwerkkarte. Die MAC-Adressen, die schreibe ich euch, beziehungsweise die stehen auch bei mir im GitHub. Da haben wir Serial MAC. Da habt ihr die MAC 1, die MAC 2, die MAC 3, die MAC 4. Es sind 4 MAC-Adressen hinterlegt. Bei dem Skript, welches wir jetzt gleich nutzen. Und ich denke, ihr werdet sagen, warum nicht gleich so? So, ich habe es jetzt auf SCSI gestellt. Ich muss jetzt bloß aufpassen. Er hat mir jetzt direkt vom Loader gestartet. So, hier seht ihr auch die 0.1.3 Alpha. IP-Adresse hat er mir gegeben. Ich werde es jetzt nicht übers Webterminal machen, weil Webterminal funktioniert bei mir aktuell nicht. Und die menu.sh, die kann ich ja mal ganz kurz. Menu.sh. Das ist die vom Fabio. Die nutzen wir heute nicht. Wir machen shio.sh. Das ist der Loader, den ich mal jetzt hinterlegt habe. IO-Loader SATA, hätte ich jetzt die Platten als SATA und jetzt nicht an einem zweiten Controller. Würde ich das jetzt machen? Ich habe sie jetzt auf den SCSI, auch wenn ihr einen SAS-Controller nutzt. Einen zusätzlichen wie LSI oder was es hier alles gibt. Nehmt ihr den SCSI. Wenn ihr die ganzen Teile, also die ganzen Festplatten auf SATA stecken habt bei euch, in eurem NAS, dann bitte den SATA, ansonsten den SCSI. So, ja, lassen wir das Ganze mal. Jetzt hat er MAC-Adressen geändert. Jetzt lädt er sich die aktuelle Datei von Synology. Fetch sie. Ready und dann bekommt ihr Bootloader. Mehr müsst ihr nicht machen. Lassen wir ihn starten.
So, die 10.1.0.103 wurde mir gerade gesagt. Dürfte noch nicht gestartet haben, aber ihr seht ja auch nochmal die ganzen MAC-Adressen, die hinterlegt sind. MAC 2, MAC 3, MAC 1, MAC 4. Ich kann jetzt leider mit dem Pfeil nicht drauf gehen, aber hier in der Kommandozeile seht ihr es. Ja, okay. Ich hatte es natürlich jetzt schon installiert, ist aber auch dahingehend egal. Ich melde mich mal schnell an, dass ich es euch zeigen kann. Ich hatte ja noch keine Loader. Ich habe sogar das Update 1 jetzt drauf. Das ist ja erstmal dahingestellt. Speicher. Die 100 GB Virtual Disk. Genau. Und da müsste ich jetzt eigentlich im Speichermanager das ganze Teil sogar als SSD angezeigt bekommen. Weil ich eine SSD. Ja. Weil ich die Para virtuell als SSD, also auf einer SSD liegt, und da reicht er die als SSD durch. Das funktioniert. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal. Da seht ihr auch, dass wenn ihr den Loader neu erstellt, eure Daten erhalten bleiben. Ich hatte jetzt nichts eingerichtet, aber da seht ihr, dass eure Daten erhalten bleiben. Auch wenn ihr den Loader neu erstellt, es passt. So, lassen wir es schnell runterfahren. Scheint sogar heruntergefahren zu sein. Ja. Dann machen wir das nämlich ganz einfach. Lösche ich jetzt mal meine Festplatte hier raus. Füge eine weitere Festplatte hinzu. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Weil das ist die Beta vom ISXi 8, die hat noch so ihre Probleme. Nein, es hat funktioniert. Sehr schön. So, dann starten wir die. Sagen wir noch einmal Boot DSM, weil den Loader habe ich ja schon erstellt. Müsste theoretisch die gleiche IP werden. Die 10.1.0.103, genau, und Booting. Wie gesagt, dieses AIO-Skript macht alles im Hintergrund für euch. Ihr habt nichts zu tun. Viel einfacher geht es eigentlich nicht, gerade für welche, die mit den ganzen Installationen und so weiter nicht wissen, was sie auswählen müssen. So, neue Festplatte, wird natürlich auch gleich erkannt. Dann fragt er mich, ob er was runterladen soll. Ja, darf er. Jetzt sagt er mir natürlich, dass die zwei Laufwerke gelöscht werden. Ist aber korrekt, achtet darauf, dass es zwei Laufwerke sind. Wenn ihr plus eins habt, funktioniert es nicht, weil das erste Laufwerk, was erkannt wird, ist das mit dem Loader. Da schreibt er nichts. Da kann er kein DSM drauf installieren, nichts. Deswegen müssen zwei mindestens sein bei einer Neuinstallation. So, weiterhin will ich mich nochmal bedanken für die 1000 Abonnenten. Ihr macht mich einfach nur glücklich, vor allem da das ja hier eine Bastellösung, eine Nischenlösung ist und ich eigentlich hauptsächlich damit meine Abonnenten bekommen habe. Bin einfach nur happy, deswegen habe ich jetzt auch gesagt, ich setze mich jetzt ran, baue noch ein Skript und greife euch da halt etwas unter die Arme. Kleiner Tipp. Bei mir, ich habe auch hier drin stehen, mit welcher Hardware ich es schon alles getestet habe, beziehungsweise wo ich weiß, dass es funktioniert. Und ich habe die Seriennummer-Datei hin, also Seriennummer mit MAC-Adressen. Ich habe Module angepasst, ich habe etwas andere Sachen noch angepasst. Also hier ist einiges geändert im Vergleich zu der Version vom Fabio, dem originalen AAPL.
Ich nutze es unter anderem auch mit der Intel-Grafik, weil ich die Module für die Intel-Grafik beim 3622 XS Plus mitladen lasse. Es funktioniert. Gerade für die Surveillance Stations sehr interessant. Das könnte ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Also Surveillance habe ich jetzt hier nicht drauf, aber das ist egal. Ich melde mich mal ganz kurz auf meinem NAS an. Das sehen wir nämlich auch. Also natürlich auch das Update drauf. Und was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, zum Beispiel die Advanced Media Extensions, die profitieren auch davon. AAC hat er geladen und auch, also das funktioniert, die funktionieren auch bei euch. Wenn ihr das zum Beispiel braucht, auch Quick Connect geht und Synology-Konto müsste auch gehen. Ja. Also dahingehend seid ihr mit der Version einfach safe. Das ist der gleiche Loader wie den, was ich jetzt gerade im Test hatte, den ich da nutze. Nur halt auf USB-Stick. Und da seht ihr auch, dass die Installation durch ist. Auf dem Test. Auf dem hier. Dauert natürlich ein Stück, die Pakete zu starten. Gerätename Test. Natürlich Auxilium. Das Kennwort verrate ich euch nicht. Nein, wir möchten Updates manuell installieren. Ich möchte mich jetzt nicht anmelden und ich möchte keine Daten an Synology senden. So, Speicherpool erstellen. Gleich schließen. Und da ist bitte die 100 GB und jetzt ist es leer. Deswegen kommen jetzt auch die ganzen Meldungen hier, zwecks Ersteinrichtung. Schauen wir nochmal in die Systemsteuerung. Was hat er installiert? Automatisch das Update 1. Das war's dann auch schon zum heutigen Video. Ich nutze es übrigens mit dem VMXNet 3. Kann es euch noch ganz kurz zeigen. VMXNet 3. Es gehen auch die anderen von VMware. Es gehen auch viele andere Netzwerkadapter, die ich schon versucht habe, die ich probiert habe. Also eine einfachere Lösung werdet ihr, glaube ich, nicht finden. Ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.